Meine lieben Steinböcke, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid super rübergerutscht, hattet viel Spaß mit Freunden, mit der Familie oder alleine beim Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch für das Jahr 2024 Gesundheit, Glück, Liebe im Überfluss und dass eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden für dieses allgemeine Reading zum Thema Wunschpartner und Liebe für den Januar 2024. Bitte bedenkt, allgemeines Reading, Personenkarten sind geschlechterneutral. Dreht es euch so hin, wie es für euch stimmig ist. Des Weiteren steckt jeder von euch in seiner eigenen Lebensphase, jeder von euch, ja, entscheidet sich für seinen ganz persönlichen Weg. Deshalb kann dieses Reading nicht für jeden von euch zu 100% stimmig sein. Falls ihr in einer Situation steckt und denkt, Mensch Aurora, schau für mich mal genauer hin, dürft ihr gerne unter dem Video in die Infobox klicken. Da ist meine Handynummer, schreibt mir eine WhatsApp-Nachricht, wir telefonieren und besprechen, was ich für euch tun darf, wie ich euch begleiten kann. Ja, aber jetzt wollen wir natürlich loslegen mit den Aussichten zum Thema Liebe und Wunschpartner für den Januar. Beginnen werde ich mit dem Feenreich Tarotkarten, 5 Hauptenergien, 5 Überschriften erfragen, mit dem Licht- und Schattentarot ganz genau darauf eingehen und heute kommen auch noch ganz andere Orakelkarten zum Einsatz. Ich bin gespannt, ich hoffe, ihr seid auch gespannt, was ich euch da Schönes berichten darf für den Januar zu eurem Thema. Und dann starten wir jetzt auch schon los. Für meine Steinböcke, wow, zum Thema Liebe und Wunschpartner hätte ich jetzt gerne noch 3 Überschriften, 3 Hauptenergien für den Januar. Was ich da Schönes erzählen darf. So, das ging flott. Und dann schauen wir sofort hinein. Die 8 des Winters. Die 8 des Winters ist so ein kleiner Motivationsschub, an euch zu glauben, ja, dass ihr alles erreichen könnt, was ihr euch vornimmt. Ist auch so eine Karte, die dir sagt, hey, du denkst vielleicht, du bist macht- und kraftlos. Aber das stimmt nicht. Du hast so ein bisschen gerade einen Mangel an Selbstvertrauen, der dich davon abhält, das zu bekommen, was du möchtest. Also denk immer daran, du hast das Zeug dazu, deine Träume zu verwirklichen. 3 des Sommers passt herrlich dazu, denn die 3 des Sommers sagt dir Neuigkeiten, die gefeiert werden dürften. Ankündigungen von Hochzeiten, Geburten, Dinge, die dein Herz höher schlagen lassen. Also glaub an dich und geh deinen Weg, dann kommen Neuigkeiten auf dich zu, die dein Herz höher schlagen lassen. Ass des Winters. Ass Chance. Die Karte sagt dir auch, lass dich von Hindernissen auf deinem Weg nicht abschrecken. Du hast die Idee, du hast die Umsetzungskraft, deine Wünsche in Erfüllung zu bringen. Also lass dich von kleinen Hindernissen nicht abhalten. Wer weiß, was du auf deinem Weg findest, wenn du mal einen kleinen Umweg machst. Vielleicht siehst du ganz neue Perspektiven, Dinge, die du überhaupt nicht bedacht hast, die dir sogar hilfreich sind. Also lass dich nicht abhalten und lass dich nicht, ja, dir die Motivation und den Glauben nehmen. Hoppala. Der König des Winters, ein Denker, kompetent, erfahren, gerecht, sachlich. Der König des Winters ist ein Mensch oder die Königin des Winters. Ihr wisst, ihr Herren, ihr dreht es euch um oder gleichgeschlechtliche Paare. Ein Mensch, der Tacheles redet, der redet nicht um den heißen Brei herum, der packt seine Aussagen nicht in Watte, ist manchmal ein bisschen schonungslos und ja, kühl mit seiner Aussage, wie der Winter sagt. Ist aber kein kühler Mensch, nein. Der hat auch Liebe und tiefe Gefühle in sich,
wir aber ja nicht so an die Oberkommefläche, an die Oberfläche kommen lässt, wie zum Beispiel eine Sommerenergie, eine Kelchenergie. Und die fünf des Sommers, vertraue, dass es einen Grund dafür gibt, was geschieht. Und löse dich von den negativen Emotionen. Vertraue, dass es einen Grund dafür gibt, ja? Warum dieser Mensch in dein Leben gekommen ist. Leg das Negative, die negativen Gedanken, die vielleicht in dir noch so vorherrschen, ab. Fokussiere dich auf das, was für dich wichtig ist. Lass deine Ängste und Sorgen beiseite. Die bringen dir nichts. Angst ist eine Illusion. Ja? Angst ist deswegen eine Illusion, weil man sich sehr oft vor Dingen fürchtet, die zu 99,9% niemals eintreffen werden. Angst soll uns schützen. In manchen Situationen ist Angst sehr gut. In anderen hindert sie uns einfach nur, unseren Weg zu gehen. Dann schauen wir mal, wozu hast du denn das Zeug? Warum glaubst du dich so wirklich an den Erfolg? Warum ist dein Selbstwertgefühl, dein Selbstvertrauen gerade so ein bisschen im Keller? Hätte ich gerne 3 klare Aussagen, 3 Botschaften aus der geistigen Welt. Was ist da mit meinen Steinböcken los? Was hat sie denn so, ja, möchte jetzt nicht sagen erschüttert, aber in ihrem Selbstvertrauen ein Stück weit nach unten gedrückt? 3 Botschaften, 3 klare Aussagen zu den 8 des Winters, bitte. Okay, das sind einige, aber dann. Ach, du große Güte, schau mal her. Da kommt etwas sehr, sehr schnell auf euch zu und dann kann es durchaus sein, dass das dich im ersten Moment überfordert, ja? Dass du das so denkst, boah, Mama, was ist jetzt los? Was geht da? Denn das Ass der Kelche, da kommt eine Riesenchance auf die schönste Liebe deines Lebens auf dich zu. Vielleicht jemand ganz Neues für euch Singles. Vielleicht jemanden, für den euer Herz schon lange schlägt und da tut sich etwas und du denkst nur, das kann jetzt aber gar nicht sein. Vielleicht rechnest du gar nicht mehr damit, ja? Vielleicht hast du das Vertrauen, dass sich da nochmal etwas ändert, dass da nochmal etwas in Schwung kommt, schon verloren. Hast du. Hier, ne? Diese Ängste, diese Gedanken, von dem hier gesprochen wird, diese grundlose Sorgen machen, einfach nicht mehr deinen Weg sehen, weil dein Kopf so vollgestopft ist mit Ängsten, Sorgen, Nöten. Aber da kommt der Ausgleich rein. Seht ihr? Geben und nehmen. Finde ich sehr, sehr schön. Denn da soll plötzlich in der Liebe der Ausgleich reinkommen. Und jetzt haltet euch fest, jetzt haben wir den König der Schwerter hier. Der König des Winters ist genau das Gleiche. Winter ist Schwertenergie, der Denker, ne? Da kommt jemand, ich schätze mal, mit einem Angebot auf euch zu. Einen Ausgleich in eurer Liebe zu finden. Einen Weg zu finden, dass ihr beide glücklich sein könnt. Und das überfordert dich im ersten Moment. Du denkst dir wirklich, oh, Hilfe. Aber das ist die Chance, meine Lieben. Das ist die Chance auf das Ass der Kelche. Höher geht nicht mehr. Ass ist Bingo, ne? Wisst ihr. Also lasst eure Ängste und Sorgen los. Vertraut eurem Gefühl. Vertraut der Situation. Nehmt sie an. Wenn der König der Schwerter zurückkommt, dann macht er das, weil er über diese Situation nachgedacht hat. Denn der König der Schwerter ist ein Denker. Der überlegt sich, bevor er handelt, ganz genau, was er möchte und wie er es anstellen kann. Und bei ihm oder ihr kam jetzt die Einsicht, ja, ich weiß jetzt, wie wir beide diese Liebe leben können.
super, super schön. Neuigkeiten, die gefeiert werden dürfen, ist die nächste Karte. Naja, ne? Was soll ich denn dazu noch sagen? Das ist die Neuigkeit, die gefeiert werden darf. Die drei des Sommers, was darf ich da noch Schönes erzählen? Da hätte ich auch gerne drei Karten, bitte. Drei Botschaften zu den drei des Sommers. Was sind denn die Neuigkeiten, die Ankündigungen? Was möchte da gefeiert werden? Und eine noch bitte. Ja, der Ausgleich, ne? Schau mal her. Der Page der Münze, das war bis jetzt der Fall, der wollte nur den halben Kuchen abgeben. Der hat seine Münze in der Hand, steht auf einem Bein, ist nur zur Hälfte bei der Sache. Nö, ich teile nicht, meins. Aber das hat sich ja gewandelt. Der Page der Münzen, der hat etwas begriffen. Hier haben wir nochmal die Schnelligkeit, ne? Und ich möchte euch mal vorlesen, was da hinten drauf steht. Denn auf meinen Karten hinten steht immer was. Nicht die Bedeutung, die weiß ich. Aber im Licht- und Schattentarot hat jede einzelne Karte noch einen Spruch und die kann ich mir bei Gott nicht alle merken. Ich beeile mich, anderen zu helfen und dabei erweitert sich mein Traum. Hier ist der Wagen. Da stürmt jemand los auf euch zu. Und hier genau das Gleiche. Da hat sich jemand entschieden, diese halbe Sache zu beenden, in den Ausgleich zu kommen. Und der wird sich auf den Weg machen zu euch, aber ganz schnell. Die Sonne. Was gibt's zu feiern? Die Sonne, die Wunscherfüllung, die Ja-Karte. Ihr werdet strahlen, ihr werdet die Wärme dieses Menschen zum ersten Mal ganz alleine für euch spüren. Und so werdet ihr dastehen. Wunder, wunderschön. Und für euch Singles, da kommt jemand auf euch zu, der euch aus den Latschen schießen wird. Ja, der kommt mit einer Geschwindigkeit auf euch zu, das euch erstmal verunsichert, aber er wird euch mit seinen Worten überzeugen. Denn, wie gesagt, der König der Schwerter spricht klar, nicht versteckt. Und da ist es wieder. Hier. Die Balance. Ihr bekommt euren Ausgleich, ihr findet eure Mitte, eure Balance in dieser Beziehung. Das ist super, super schön. Ass des Winters. Was hast du denn noch für Herausforderungen auf deinem Weg, von denen du dich nicht abhalten lassen sollst? Denn da ist ja wirklich ja, ein Traum für dich unterwegs. Und was hält dich noch so ein bisschen ab, daran zu glauben? Ja, du musst dich auf den Weg machen. Ja? Hier, die 10 der Schwerter, Schwerter denken. Du vertreibst diese Gedanken, diese trüben Gedanken, die dich hier, bist du noch gefangen, ne? In diesen Gedanken, aber du verscheuchst sie. Du sagst, nein, ich gehe jetzt auf die Sonne zu, auf das Licht. Also du setzt dich in Bewegung. Du lässt dich von den Herausforderungen, von den Hindernissen, die in deinem Kopf sich abspielen, zu 90% nicht mehr aufhalten. Du hast dich lang genug in dein Nest eingekästelt. Ja? Du bist jetzt bereit, da rauszukriechen, ein Risiko einzugehen, dein Herz ja, wieder zu öffnen, denn das liegt da noch, ne? Ganz behütet in deinem Nest. Aber das willst du nicht mehr. Du krabbelst da raus und gehst. Du hast dir lange genug überlegt, was Sache ist. Der Einsiedler ist hier wie dein Nest zurückgezogen. Du hast dich ein Stück weit zurückgezogen, hast die ganze Sache mal ganz objektiv betrachtet, aus einer gewissen Entfernung. Und das hat dir gut getan. Das hat dir sogar verdammt gut getan, denn du hast erkannt oder wirst erkennen, welchen Weg du zu gehen hast. Und die Herrscherin sagt genau das, was ich gerade gesagt habe. Die Herrscherin hat alles
in ihrer Macht, ihre Träume zu erfüllen. Schaut mal, die hat die Erde im Bauch. Was bedeutet, sie kann alles auf die Welt bringen, was sie möchte. Ihre Träume wahr werden lassen. Sie hat die Weisheit, sie hat die Kraft, alles zu erreichen. Und zu dieser Einsicht bist du gekommen, hier oben auf deiner Wolke 7. Und jetzt machst du dich auf den Weg, das anzunehmen. Ja? Das ist dein Weg, anzunehmen, raus aus den Ängsten und aus den Sorgen. Jetzt haben wir hier nochmal den König des Winters liegen. Und was darf ich denn zu dem König des Winters noch erzählen, der ja zweimal hier im Kartendeck gefallen ist? Also absolut die Bestätigung, dass es sich da um deinen König, deine Königin handelt, die ja eine Zeit des Denkens hinter sich gebracht hat und jetzt weiß, was er sie will, nämlich euch. Und da macht er sich ratzfatz auf den Weg. Und zwar kommt das so schnell, wie gesagt, dass du erst mal dastehst und denkst, was geht? Da hätte ich, Dankeschön. So, der König der Münzen ist auf den König des Winters gefallen und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Der König der Münzen ist absolut geerdet. Schaut euch den Herrn mal an. Der sitzt in seinem Sessel, weiß, was er erreicht hat, chillt da mal, ist mit beiden Füßen im Leben, mag das Schöne, das Exklusive, teilt aber auch gerne und ist die Ruhe in Person. Nichts mehr von hibbeligen Energien, nicht wissen, was man will, nein. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und ist jetzt auf dem Weg zu euch. Und das ist die Bestätigung. Da kommt jemand zurück. Vielleicht nach einem Stillstand von Wochen, Monaten. Vielleicht trefft ihr auch wieder jemanden, den ihr schon ewig nicht mehr gesehen habt, ja? Ein Schulkamerad, einen alten Kumpel, jemand aus dem Bekanntenkreis, jemand, ja, an den ihr gar nicht mehr gedacht habt. Und er kommt so schnell auf euch zu und es batscht euch einfach um. Oder wie gesagt, da kommt euer König jetzt geerdet und mit dem Wissen, wie er weitermachen möchte, wieder zurück. Ob ihr ihn nehmt, das ist eure Entscheidung. Und der Herrscher sagt das, was ich hier gesagt habe, da weiß jetzt jemand, was er möchte. Er möchte kein Hin und Her mehr. Der Herrscher herrscht, der Herrscher sagt, pass auf, ich kann mir das jetzt so und so vorstellen, so und so hätte ich das gerne. Und mit dem Ass der Kelche und der Balance hat sich da einer wirklich überlegt, wie kann man ein Leben mit dir führen, im Ausgleich, in der Fülle. Und in der absoluten Liebe mit dem Ass der Kelche. Da kommt jemand zurück, gereift, ja. Da musste jemand was lernen. Hier ist man noch so kindlich, ja. Man hat keinen Plan. Und dann reift man heran. Und das ist diesem Menschen hier in den letzten Wochen passiert. Und das wird er im Januar umsetzen. Das Vertrauen, dass es einen Grund gibt. Was ist das bei euch? Die 5 des Sommers für meine Steinböcke. Was ist das für eine Aussage? Was bedeutet die 5 des Sommers für euch? Da hätte ich gerne noch eine Karte. Das ist abartig. Eine Karte noch bitte. Das ist ganz witzig. Also eigentlich schaue ich gerade groß gar nicht mehr auf die Sprüche, die da hinten draufstehen. Aber manchmal habe ich so das Gefühl, jetzt sollte ich. Und dann sage ich euch jetzt gleich, warum. Der Hierophant ist gefallen. Ja, und beim Hierophanten steht, hier steht ja Vertraue, dass es einen Grund für alles gibt, was geschieht. Und hier steht, ich bin mein eigener Guru und die Führung, die ich brauche, beruht auf Zuversicht und Vertrauen in mein einzigartiges essentielles Sein. Dahin kommst du. Schau mal, wie du strahlst. Du weißt jetzt deinen Weg. Du hast jetzt die Erleuchtung. Du hast jetzt das Vertrauen wieder. Und du gehst ihn da hoch zum Stern. Das ist deine Wunscherfüllung, in die du kommst. Ach du Scheiße. Ja.
mit dem König der Kelche. Also dieser Mensch hat einen Wandel durchgemacht, das ist unglaublich. Hier noch der etwas kühle, zurückhaltende Denker, ja, der manchmal ein bisschen kühl rüberkommt, seine Sätze etwas schneidend und verletzend sind, der wird jetzt geerdet und der öffnet sich, der öffnet sein Herz. Der König der Kelche öffnet sein Herz und zwar voll und ganz. Der hält nicht mehr mit seinen Gefühlen hinterm Berg. Der ist nicht mehr eiskalt und schneidig. Vielleicht hat er sich auch geschützt. Ja? Vielleicht musste er erst einen bestimmten Weg gehen, um sich öffnen zu können. Das ist alles möglich. Das Gericht ist noch gefallen. Hier wird Gerechtigkeit gesprochen. Das hast du dir verdient. Diesen Weg hast du dir verdient. Deine Geduld, deine Liebe, das Zusammenhalten, das daran glauben, das hast du dir verdient und da kommt die Erlösung. Die Erlösung mit diesem Menschen. Und die Erlösung heißt, du kommst endlich an, ne? Hier geben und nehmen. Der Ausgleich, die Balance. Und das seid ihr. Chaka, ich habe es erreicht. Ich bin die Königin der Stäbe. Ich bin eine Macherin. Ich bin sexy. Ich habe meinen Stern auf meiner Hand. Ich weiß, wie ich es erreiche. Ich glaube an mich. Ich bin voller Vertrauen in mir, weil ich weiß, ich bin spitze. Und die Acht der Münzen sagt, das habt ihr euch verdient. Ja, das ist euer Verdienst. Darauf dürft ihr stolz sein. Jetzt hätte ich gerne eine Energie, die euch so wie ein roter Faden begleitet im Januar. Welche Energie begleitet meine Steinböcke im Januar? Da hätte ich gerne eine Karte, eine Energie. Welche Energie darf ich da? Dankeschön. Die Energie kommt in Fahrt. Ja, aber wie die in Fahrt kommt, schaut euch das mal an. Ich habe ja gesagt, das zieht euch von der aus den Socken, ne? Da kommt etwas in Fahrt im Januar, das glaubt ihr gar nicht. So, wir haben ja noch die Rauhnächte und daher möchte ich auch eine Karte aus dem Rauhnachtsorakel für euch ziehen, was das Orakel euch sagen möchte, denn das kommt ja nur einmal im Jahr zum Einsatz. Und das, was auf euch zukommt, das habt ihr euch manifestiert, ne? Mit dem Hierophanten, mit dem Glauben. Oder ihr werdet es noch manifestieren, denn der Januar hat ja erst begonnen. Eine Karte hätte ich gerne aus dem Rauhnachtsorakel für meine Steinböcke für den Januar. Was darf ich da noch für eine Botschaft? Ups, das sind zu viele. Die sind noch ganz glatt, weil die so selten benutzt werden. Es ist schwierig, sie zu halten, weil die Oberfläche noch spiegelglatt und unvergriffen ist. Eine Karte hätte ich gerne. Dankeschön. Erneuerung. Das ist unglaublich, oder? Dieser ganze Weg, und ich sage, da verändert sich was, da tut sich etwas ganz Neues auf und dann fällt die Erneuerung. Wow. Riecht gerade eine Gänsehaut. Uah. So, was sagen die Herzorakelchen noch zu euch? Da möchte ich natürlich noch reinschauen. Eine noch bitte. Was sagen die kleinen Herzorakel noch zu euch? Heilige Vereinigung. Hüte deine Beziehung wie ein Schatz. Ja, die ist heilig. Da kommt ja auch das Gericht rein, wo ich vorhin gesagt habe. Da wird von oben etwas geregelt. Da wird auch jemand getriggert. Vielleicht wurde euer Wunschpartner auch ein Stück weit ja, in die richtige Richtung geschoben, der richtige Weg aufgezeigt. Lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Das wirst du machen, wenn der mit diesem Wagen oder dem Motorrad angebraust kommt und du erstmal überfordert bist mit der Situation, verschreckt vielleicht die Tür vor der Nase zumachst, ja? Dann wirst du in dich hinein lauschen und du wirst wissen, wie du zu entscheiden hast. Ein Geheimnis,
Alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Und der Schleier lüftet sich, denn da kommt jemand verändert zurück und wird euch sicher sagen, was passiert ist und was seine Beweggründe sind, was seine Träume und seine Ziele jetzt mit euch ist. Super, super schön, meine Lieben. So, zum Abschluss möchte ich noch eine Botschaft aus dem Universum ganz speziell an euch. Was möchte das Universum euch im Januar noch mit auf den Weg geben? Da hätte ich auch gerne eine Karte, eine Botschaft für euch für den Januar 2024. Dankeschön. Angriff, Schmerz, Furcht, Bewertung und alles Trennende sind lediglich Hilferufe. Ja, da hat jemand seinen Weg finden müssen. Ja? Der König der Schwerter, Wut, Angst, ist dann schneidig, zieht sich zurück. Aber er musste seinen Weg erst finden oder sie. Also lausche in dich hinein. Was sagt dein Gefühl dir, wenn dieser Mensch wieder auf dich zukommt? Ja, meine Lieben, ich fand, das war eine wunderschöne Botschaft für euch. Ich hoffe, ihr sitzt jetzt da, lächelt, seid wieder im Vertrauen, glaubt wieder, glaube, ne? Glaube, dass alles einen Grund hat, was geschieht. Ich hoffe, ihr seid im Vertrauen, im Glauben jetzt. Ja, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, da freue ich mich. Schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch einen Steinbock im Umfeld. Teilt dieses Video gerne. Und wenn ihr noch kein Abo bei mir habt, dann drückt das Glöckchen, abonniert meinen Kanal ganz kostenfrei. Dann verpasst ihr mich auch nicht mehr. Kommen ja auch täglich die Tagesbotschaften raus. Ich finde sie sehr spannend, sehr interessant. Macht mir unglaublich viel Spaß. Jetzt ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an euch. Danke, dass es euch gibt. Ich habe euch alle super lieb. Ihr bereichert mein Leben unglaublich mit eurem Sein. Ich drücke euch einmal ganz, ganz fest und schicke euch jetzt auf diesem Weg Kraft, Licht und Liebe für den Januar. Bis bald, meine Süßen.